Die Erstellung einer Planungsrechnung, also eines Finanzplans mit allen möglichen Zahlen und Berechnungen, ist nicht Bestandteil der Schulausbildung. Auch die wenigsten BWLer können tatsächlich einen plausiblen Finanzplan so erstellen, dass Investoren und Banken überzeugen. Deshalb gibt es dort eine ganze Reihe von Fehlern, die selbst Profis machen. Und einen wichtigen Fehler, den du vermeiden solltest, zeige ich dir heute in diesem Video. Mein Name ist Daniel Schäfer. Und jährlich begleiten wir seit fast 20 Jahren über 300 Unternehmer, Gründer und Startups dabei, ihr Unternehmen zu finanzieren. Und ein großer Fehler, der dabei passiert, ist nicht nur die Planung der Vorgründungskosten, wo in der Regel nur die Hälfte angesetzt werden und natürlich auch bei der zu geringen Einschätzung der Kosten beim Markteintritt, sondern gerade in der Phase danach, in der sogenannten Hochlaufphase, geschieht ein entscheidender Fehler. Schauen wir uns die normale Planungsrechnung an. In der Regel basiert alles auf den Fixkosten, auf den Basiskosten, dazu gehören auch die Personalkosten. Die steigen im Laufe der Zeit an. Hier grün abgebildet ist der Umsatz, der langsam aber sicher ansteigen sollte. Und proportional zum Anstieg des Umsatzes steigen auch die Umsatzkosten, also die variablen Kosten hier im Blau an. Auch wenn die Ertragsmechanik hier scheinbar plausibel aussieht, gibt es trotzdem große Fehler. Zwar ist hier der Break-Even abgebildet im ersten Jahr und ein paar Monate, aber was noch komplett fehlen, sind die steuerlichen Betrachtungen, sind die Fremdkapitalkosten, also Zins, vielleicht auch die Tilgung. Und als dritten Aspekt fehlt hier auch komplett die Frage der Thesaurierung, sprich also der Reinvestition des Investitionsbedarfs, um den weiteren Wachstum auch finanzieren zu können. Aber es werden in der Regel nicht nur die Investitionskosten, Steuern und Fremdkapitalkosten vergessen, sondern häufig auch die Reserve für die Anlaufkosten. Sprich also für die Unterdeckung der Anfangskosten, der laufenden Kosten versus des Umsatzes, der Einnahmen. Der dritte Punkt, der dann häufig auch noch vergessen wird, dass es zwar gut ist, wenn der Umsatz steigt, aber häufig vergessen wird, dass proportional auch die Umsatzkosten, die variablen Kosten steigen, gegebenenfalls auch der Personalbedarf weiter ansteigt. Und hier ist es häufig so, dass der Unternehmer in der Regel erstmal in Vorleistung gehen muss. Vielleicht gilt es ein, zwei oder drei Monate, dem Lieferanten beispielsweise Anzahlung zu machen und dann folgen noch 4 Wochen Lieferzeit. Selbst ohne Produktions-, ohne Ressourcen- oder Logistikkrise kann es dazu kommen, dass du mit steigendem Umsatz immer mehr in Vorleistung gehst, dass du also immer mehr Anzahlung machst oder Mitarbeiter einstellst, die rekrutierst und ausbildest, sprich also immer mehr Kapital im Umlaufvermögen bindest. Und dieses Geld ist erstmal in Bewegung und muss vorfinanziert werden. Du brauchst also auch hier weitere Betriebsmittel, weiteren Cashflow, um dein Unternehmenswachstum abzubilden. Wenn du also Finanzierungsmittel brauchst für dein Vorhaben, du möchtest Banken, Förderinstitute oder Investoren überzeugen, dann brauchst du eine plausible Planungsrechnung. Das Problem ist nur, dass die vielen kostenlosen Vorlagen, die es im Internet günstig zu erwerben gibt oder sogar gratis gibt, dass die meistens nur eine einfache Überschussrechnung abbilden. Was vollständig fehlt, ist eine Aufschlüsselung der Ertragsmechanik, das Zusammenspiel der Umsätze mit den variablen Kosten und auch die entsprechende Liquiditätsplanung, dass genügend Cashflow im Unternehmen ist und rechtzeitig finanziert auch wird, wenn die entsprechenden Wachstumszahlen es erfordern. Wenn du also nicht zu den Unternehmern und Gründern Startups gehören möchtest, die bereits nach 1 oder 5 Jahren pleite sind, weil Working Capital fehlt oder weil die Planungsrechnungen ungenau waren und die Bank nicht nachfinanzieren will, dann lade ich dich ein, Gebrauch zu machen von einem kostenlosen Erstgespräch. Denn unsere Berater beraten nicht nur bundesweit seit über 20 Jahren Unternehmer und Gründer dabei, die entsprechende Planungsrechnung abzubilden, sondern wir sind auch spezialisiert, die entsprechenden Templates so abzubilden, dass sie entweder Investoren überzeugen oder die Förderinstitute oder Geschäftsbanken. Deshalb lade ich dich ein, jetzt das Video mit Daumen hoch zu liken und den Kanal zu abonnieren. Und vergiss nicht, Gebrauch zu machen vom kostenlosen Erstgespräch. Denn unsere Berater helfen dir bundesweit dabei, dein Konzept zu erstellen, die entsprechenden Finanzierungsmittel vollständig zu ermitteln und auch die Förderprogramme herauszufinden, die du für dein Projekt nutzen kannst, aber auch gerne für unsere Beratung. Dein Daniel Schäfer.